Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir sind im Allgäu und wir machen den Allgäu-Triathlon. Es ist 2 Tage vorher. Wir gehen nochmal ein bisschen plömsen und... Ja, mal gucken, was die Schwimmform sagt. Bis später. Also, der Schwimmtest lief schon mal 1A. Wirklich, wir können uns nicht beschweren. Der See hier ist der absolute Wahnsinn. Wir fühlen uns wie in den Ferien. Ich kann das nur empfehlen. Wir haben auch Ferienbesucher mitgenommen. Hallo Diana. Ferien. Das ist wirklich geil. Und wir zeigen euch gleich, wo wir wohnen. Die haben uns wirklich ein Haus besorgt in der Wechselzone. Da ist die Wechselzone. Da ist unser Hotel. Absoluter Wahnsinn. Und da ist das Orga-Team. Hallo Marlon. Hey. Hi. Gib ganz kurz einen Abriss. Wir sind 2 Tage vom Race. Wie ist deine Stimmung? Du wirkst so wie im Urlaub. Ja, weil ich auch hier wie im Urlaub bin. Wetter spielt mit und ihr seht selber, Riesenwechselzone, 3000 Leute und alles gerichtet für ein geiles Triathlon. Bin jetzt hier mal durchgelatscht, also Fritz habe ich schon mal gefunden. Das ist wirklich massive. Voll die krasse Wechselzone. Und immer daran denken, da ist unser Hotel. Man sieht hier schon einfach, das Level der Professionalität ist einfach krank, was die hier aufbauen. Richtig krass. Meine Theorie ist ja, Paul hätte diesen Job nie bekommen, wenn er nicht Traktor fahren könnte. Absolut. Hier ist der Orga-Chef Paul. Paul, wir sind 2 Tage vom Rennen. Kurzes Update, wie läuft's? Saugeil. Von wie viel Prozent von 100 seid ihr schon fertig aufgebaut? Was uns angeht, würde ich sagen 85. Ja. 15% sind quasi noch diese Details. Ich wünsche euch ein geiles Rennen. Danke dir. Ganz kurz, wenn ihr diesen Mann seht, ist es eher so ein, zu welcher Art Sport geht der? Triathlon oder Pooling? Wir fahren nochmal die Strecke ab, 40 Kilometer, 2-mal muss man die morgen Sonntag fahren. Juli fährt Speedmax, ich fahre Arrows. Ich würde bisher sagen, kein wirklicher Speedmax-Vorteil. Nee, bisher nicht. Gebe ich dir recht. Ist wirklich so, ne? Ja, aber es soll noch Passagen geben, da ist es ein Vorteil. Einrollrunde. Eieiei, ist das bergig. Nicht mein Ding. Viel zu hart. Und? Immer noch ein Vorteil. Aber schön ist es auch, ne? Wunderschön. Endlich. Es ist soweit. Fritz ist da. Hallo Fritz. Ich seh's nicht. YouTube ist dran. Ach so, das Internet. Herzlich willkommen im Allgäu. Guten Morgen, Tag 2. Ein Tag noch bis zum Triathlon. Fritz ist endlich da, es kann losgehen. Lutz hat sich verkleidet. Der einzige Olympionik, den wir haben. Er ist echt unnormal. Wir machen ein kleines Garmin-Läufchen und dann weitere Aktivierungen über den Tag verteilt. Guten Morgen. Verlaufen wir uns nicht. Grün. Lasse ist auch dabei. Lasse, was machst du morgen? Sprint, Baby. Sprint. Mit den schnellen Jungs mal ein bisschen krachen gehen. Aber gegen Lutz hat noch nie einer gewonnen. Ja, ey, der ist auch krank. Aber es gibt auch 2 davon, glaube ich. Er tauscht die oben am Kuhsteig, wird er ausgetauscht. Also Locke gibt es ganz sicher nur einmal. Entschuldigung, Fritz, was nimmst du dir vor für morgen? Nichts. Oben einholen. Das ist das einzige Ziel. Was ist denn hier? Wir holen jetzt Startunterlagen, Fritz. Ach ja. Meinst du, ich bekomme die? Ich glaube schon, ja. Also, Startnummer. Du musst natürlich an Startnummer am Band. Habe ich nicht. Das muss wahrscheinlich um deine Hand, damit du in die Wechselzone kannst. Das kommt bei dir hinten ans Rad ran. Und das kommt um deinen Fuß ran. Das kommt um die Sattelstütze. Und hier. Das ist falsch. Das ist Beutelhelm. Achso, scheiße, habe ich nicht gelesen. Okay, ja. Ja, das kommt auf den Helm. Steht auch drunter, Helm. Sorry. Mal hier kurz. Erstmal abmelden, bitte. Letzte Aktivierung. Hier wird ganz schön gekurbelt. Einzige, der hier glücklich ist, ist Locke. Wir sitzen hier und feuern mit Mate und Kai mit. Kai ist gerade in Zürich beim Zürich Crit. Sau stark und ist im Breakaway und wir
genießen die letzten Minuten bei 100 Millionen Grad und sind bereit fürs letzte Bier. Ich habe kein Bier. Och. Ich habe noch keine Lausche. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier sieht's aus, als hätten wir hier schon 4 Monate gelebt. Was machen wir jetzt? Ich gehe hoffentlich wieder ins Bett. An Morten, Mortengetränkis am nächsten. Bringen wir gleich mal die Bikes rein, ne? Und dann gehen wir weiter. Ja, Juli, du bist glaube ich sogar wirklich hier. Juli, ich gehe dann mal nach da ganz hinten, ne? Das hier ist ein absoluter Premiumplatz, ja? Bis hier hinrennen, da hinten reinkommen, zack, bumm, hier Rad und da raus. Oder Juli, Fritz steht auf einem absoluten Amateurplatz. Ciao Fritz, bis morgen. Jo, und dann ging es endlich los. Wir waren alle mega aufgeregt, haben uns fertig gemacht zum Schwimmen. Juli, Fritz, Ruben und ich auf der Klassik-Distanz, auf dem Halb-Ironman und Lutz auf der Sprint-Distanz. Wir sind beim Schwimmen, Fritz, Ruben und ich, richtig schnell angegangen. Ruben ist ja mit Abstand der beste Schwimmer, der ist auch richtig zügig rausgekommen. Ich ein Stück vor Fritz in die Wechselzone rein, der hat mich dann in der Wechselzone überholt. Und letztendlich sind wir dann alle auf unsere Paradedisziplin des Fahrradfahren gewechselt. Das hat einfach so Bock gemacht, aber es war unfassbar anstrengend. Laut Fritz, Ruben und Juli, die alle schon Ironman gemacht haben, war es eher ein Ironman als ein Halb-Ironman, einfach aufgrund der Höhenmeter. Da ging es einfach richtig krass hoch zur Sache. Und das hat Juli besonders ganz schön in den Zahn gezogen. Fritz und Ruben beim Radeln auch eine absolute Top-Zeit hingelegt, sodass sie dann schnell auf die Laufstrecke wechseln konnten. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Super, und dir? Wo ist Ingo? Der ist hinter dir. Die Laufstrecke, da seht ihr es so ein bisschen, die hatte das dann als Highlight so nach 15 Kilometern vom Halbmarathon den Kuhsteig drin. Da geht es einfach dann 100 Grad hoch. Und da ging es dann nur noch ums Überleben. Juli hatte da schon so ein bisschen aufgegeben. Die war einfach wirklich saufertig, hatte keinen guten Tag. Du bist gleich oben, nur noch steil. Ich bin schon krank, die Leute hier. Alter, es ist so steil. Alter, Scheiße. Das war einfach von den Temperaturen der absolute Wahnsinn. Und da ging es dann am Ende bei uns allen eigentlich mehr ums Überleben als ums Ankommen. Aber der Fun-Faktor war schon richtig, richtig krass. Beim Laufen dachte ich nach 500 Metern, das geht nicht. Kannst du nicht 20 Kilometer laufen? Dann waren sie dann auch 9. Ihr seid großartig. Was ist mit Juli, Lisa? Ich weiß es nicht. Also bei 10 Kilometern ist sie an mir vorbeigelaufen, also an der Wechselstelle da. Ah. Aber ich habe die jetzt nicht mehr gesehen. Aber sie ist hinter dir. Ja, aber was ist denn los? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da war irgendwas. Wir haben sie am Fußsteig gesehen. Ja, was war mit Juli? Mit Juli war in der Tat was. Sie war einfach im Eimer und sie hat sich einfach komplett verausgabt und da ging einfach gar nichts mehr. Das ist auch irre, dieses Event. Ich finde ja, das ist wie ein Ironman. Das ist so geil. Siehst du? Wie war es? Sehr, sehr hart, sehr anstrengend. Gerade noch von Sigi. Überholt von Fritz lassen und sie waren happy. Was bei dir? Also ich bin einfach nur froh, dass ich das geschafft habe.
diese Scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man Ironman macht. Das ist für mich undenkbar. Ernsthaft. Das ist aber die Strecke ist ja fast wie ein Ironman, weil die geht da die ganze Zeit hoch. Das ist wie Ironman. Ey, das ist absolut total. Aber war geil. Heute. Das war das Video vom Allgäu Triathlon 2023. Danke fürs Gucken. Wir haben vor Ort komplett vercheckt, noch so ein Ende aufzunehmen. Wir waren einfach mega im Eimer. Ruben und Fritz haben es beide in die Top 20 geschafft. Overall. Fritz Zweiter in der AK hinter Patrick Lange. Ist auch okay, würde ich sagen. Lutz ist in der Sprintdistanz Zweiter in der AK geworden. Und overall weiß ich gar nicht, aber war, glaube ich, happy. Juli ist an dem Tag mega krass eingegangen. Die war, glaube ich, gar nicht zufrieden. Die war einfach komplett zerstört. Und ich bin mega happy. Ich habe immer noch Muskelkater 3 Tage danach vom Laufen, weil ich es einfach nicht trainiert habe. Ey, das war ein unfassbar geiles Event. Checkt das Video von Dennis, Kai und Mate aus. Die waren nämlich am gleichen Wochenende auch beim Zürich Crit. Was ganz anderes. Fixed Gear Racing in Zürich. Danke fürs Gucken und bis zum nächsten Video.